Herzlich willkommen an Bord Ihrer Expeditionsreise ins Eis. Hier ist der Podcast von eisexpeditionen.de. Christina Hillemann ist Ihre Botschafterin und absolute Expertin, wenn es um Reisen in die Antarktis und Arktis geht, und nimmt Sie mit in die unberührten polaren Regionen dieser Erde. Begeben Sie sich auf die Spuren von Roald Amundsen, Sir Ernest Henry Shackleton oder Fridtjof Nansen und werden Sie selbst zum Entdecker. Herzlich willkommen zur 91. Folge unseres Podcasts. Die Ocean Victory ist das neue revolutionäre Expeditionsschiff und sticht ab November 2021 in See. Und heute erfahren Sie mehr über den X-Bau und die Besonderheiten des neuen Flagships von Melissa Waldner von Albatross Expeditions. Hallo Melissa, schön, dass du dabei bist. Ja, hallo liebe Christina, es freut mich auch. Danke für deine Einladung. Ich freue mich, wieder bei dir zu sein heute. Ja, es war so schön beim letzten Mal, dass wir gesagt haben, ja, wir haben noch viele neue Themen. Unter anderem ja euer neues Schiff. Und bevor wir mit dem Schiff anfangen, vielleicht nochmal in ganz kurz und knapp, was ist Albatross Expeditions und wofür steht Albatross Expeditions? Ja, Albatross Expeditions ist ein dänisches Familienunternehmen mit jetzt 30-jähriger Tradition aus Kopenhagen. Dort ist unser Firmensitz und wir bieten Expeditionskreuzfahrten in die Antarktis, nach Südamerika, Europa und in die Arktis an. Und wir stehen wirklich für sehr aktive, authentische Expeditionskreuzfahrten, wo der Fokus auf der Expedition selbst liegt. Und natürlich müssen die Gäste bei uns auch nicht auf den Komfort an Bord verzichten. Wir sind mit den neuen Schiffen in der 4-Sterne-Kategorie und haben einen gewissen nordischen Touch, der uns als dänische Reederei auch ausmacht. Das umschreibt es, glaube ich, schon sehr, sehr treffend, kann ich nur bestätigen. Was ist denn das Besondere an der Ocean Victory, die jetzt euer neues Flagship wird? Ja, Christina, du hattest es ja schon angesprochen. Es ist ein wirklich revolutionäres und stilvolles Expeditionsschiff. Also zunächst einmal besticht sie durch ihr einzigartiges Design von innen und außen. Und es ist wirklich ein Schiff der neuesten und innovativsten Generation und auch eines der nachhaltigsten. Alle Reisen bei uns an Bord von der Victory kommen mit einzigartigen Eigenschaften. Also zunächst einmal hat die Victory einen der saubersten Motoren der Welt. Und wir nutzen ausschließlich Marinegasöl als Treibstoff, der im Vergleich immer noch zu häufig verwendetem Schweröl deutlich weniger CO2-Ausstöße hat. Also bei uns in unserem Fall 80% weniger. Mhm. Und drittens natürlich auch durch das revolutionäre Ulstein, den X-Bau, der besonders auf rauer See fantastisch effizient ist. Ja, und das führt dazu, dass die Ocean Victory um 80% weniger Energie verbraucht als reguläre Schiffe. Dann hat sie ein super kompaktes Design. Sie ist nur 104 Meter lang und bietet etwas mehr als 8000 Bruttoregisterzahl, also ein super Platzverhältnis für die Kunden und erfüllt natürlich auch die strengsten Polarkriterien, Eisklasse 1A, also die höchste Eisklasse und den Polarcode 6. Hört sich gut an. Wie viele Gäste gehen denn maximal an Bord? Ja, wir haben eine maximale Kapazität von 189 Gästen, also wirklich die perfekte Größe, um eine Expedition in die Antarktis zu unternehmen. Ja, hört sich so an. Das bedeutet viel, viel Zeit und wahrscheinlich im Durchschnitt 2 Anlandungen pro Tag mit ausreichend Zeit für jeden Gast. Genau. Das ist auf jeden Fall geplant, dass wir so viele Anlandungen wie möglich machen, um den Kunden wirklich auch ein einzigartiges Erlebnis an Land zu bieten. Welche Kabinentypen denn erwarten die Gäste? Mhm. Auf der Victory haben wir insgesamt 93 komfortable Kabinen für die Gäste, alle mit Meerblick und 90% haben sogar den eigenen Balkon. Kabinen haben ein skandinavisches Design und haben natürlich alle auch ein eigenes Bad. Also wir haben 9 verschiedene Kabinentypen, angefangen bei den Suiten.
Die kommen alle mit einem VIP-Treatment, also man hat einen Butler-Service, kostenloser Wäscheservice, tägliche Canapés und viele kleine Feinheiten, die noch dazukommen, bis hin zu wirklich tollen familienfreundlichen Kabinen, auch mit Verbindungstüren. Und da wir immer mehr Nachfrage haben, natürlich nach Einzelkabinen, haben wir 5 Single-Kabinen auf dem Schiff ohne Single-Zuschlag oder Aufschlag. Perfekt, das kommt ja auch nicht so oft vor und da geht ihr natürlich toll mit dem Trend. Ja, das merkt man immer wieder, die Nachfrage ist groß. Es gibt immer viele Alleinreisende und die freuen sich natürlich, wenn sie beide Optionen haben. Also einmal sich eventuell eine Kabine zu teilen mit anderen, weil sie das Erlebnis vielleicht auch mit anderen nochmal abends, wenn sie auf die Kabine gehen, nach der Bar oder nach dem Vortrag nochmal teilen wollen. Aber es gibt auch die Gäste, die sagen, ich hätte gerne meine Kabine für mich und bin froh, wenn ich da jetzt nicht den horrenden Einzelkabinenzuschlag zahle. Ja, genau. Das haben wir auch gemerkt, dass wirklich hier die Nachfrage immer mehr wird. Und wir haben sogar auf dem neuen Schwesterschiff, das dann fast baugleich ist und im November 2022 rauskommt, haben wir da sogar über 10 Single-Kabinen, haben das alles einfach nochmal getoppt. Wahnsinn. Welche Features oder Eigenschaften, Besonderheiten gibt es an Bord? Ja, ich fange einfach mal mit der Kulinarik an. Also erstmals an Bord unserer Schiffe haben wir jetzt auch 2 Restaurants. Das ist für uns auch ein Novum. Also wir haben einmal das Hauptrestaurant und das Panorama-Restaurant, welches das Spezialitätenrestaurant ist. Und an Bord bieten unsere Küchenchefs, welche meist Österreicher und Deutsche sind, den Gästen wirklich eine aufregende gastronomische Küche. Im Hauptrestaurant servieren wir Frühstück und Mittagessen in Buffetform. Das Abendessen wird in Form eines mehreren Gängemenüs serviert und wo wir natürlich auch allen diätischen Anforderungen der Gäste gerecht werden. Und in unserem Spezialitätenrestaurant, dem Panorama-Restaurant, haben wir was ganz Besonderes für die Gäste. Und zwar, wir haben Loverstone Cooking. Also wir kochen direkt am Tisch auf einem Lavastein. Ah, also, wie toll. Ja, lecker, lecker. Frische Fleisch, Gemüse und Fisch. Das ist wirklich ein weiteres kulinarisches Highlight für die Gäste. Hört sich sehr gut an. Ja, absolut, absolut. Und dann natürlich haben wir auch mehrere Bars und Lounge zu dann noch einem gemütlichen Beisammensein abends mit den Lektoren oder Guides, wo wir wirklich auch mal eine große Auswahl von Getränken anbieten und spezielle Weinverkostungen. Darf natürlich die Vorträge und Workshops nicht zu kurz kommen. Wir haben wirklich ein breites Angebot an Vorträgen und Workshops rund um Tierwelt, Umwelt, Geschichte, Biologie, Klettologie, also ja, und vieles mehr, um wirklich auch eine einzigartige Anreicherung dann für die Gäste anzubieten. Die geht dann natürlich auch weiter in die Bibliothek. Wir haben eine Bibliothek, der ist Knut Rasmussen Bibliothek. Ja. Und hier haben wir wirklich von Enzyklopädien der polaren Tier- und Naturwelt bis hin zu zahlreichen Büchern von vielen Forschern, die in der Antarktis unterwegs haben. Alles an Bord, auch in den verschiedensten Sprachen, natürlich auch auf Deutsch. Wo einfach die Gäste dann auf Seetagen schmökern können und sich informieren können. Bei so viel gutem Essen gibt es dann auch eine Möglichkeit, es wieder abzutrainieren? Das gibt es natürlich auch. Also wir haben natürlich auch ein Gym und einen Wellnessbereich. Der Gym ist 24 Stunden geöffnet. Also hier kann man dann natürlich, wer möchte, für mich wäre das persönlich ein No-Go während einer Expeditionskreuzfahrt, aber es besteht natürlich die Möglichkeit, ja. Oder wir haben auf unserem Pooldeck einen super coolen Infinity-Pool, 2 Whirlpools, die genutzt werden können. Oder aber auch nach einem aufregenden Tag an Land mit Anlandung kann man sich in unserem Wellnessbereich verwöhnen lassen,
mit einer Massage oder Anwendung. Ach, das klingt hervorragend. Wir könnten ja eigentlich direkt los. Wenn es, ja, das wäre ein schöner Gedanke. Ja? Genau, wir müssen wohl noch warten, mindestens ja. November. Wie stelle ich mir das Leben an Bord vor? Ist es elegant, ist es leger, formell oder informell? Was erwartet eure Gäste? Ja, also der Dresscode bei uns an Bord ist absolut informell, also casual. Die Gäste gehen wirklich auf große Expeditionen und das Wichtigste ist, dass man wirklich lässige, bequeme Indoor-Bekleidung hat und auch funktionelle Outdoor-Bekleidung dann für die Anlandungen mitbringt. Ja, das ist für uns das A und O und das Wichtigste. Manche Gäste bringen natürlich auch mal das kleine Schwarze mit fürs Dinner oder ein Sakko. Das können die Gäste gerne machen, aber es ist kein Zwang, es ist kein Kleiderzwang, es ist kein Muss. Wer möchte, kann das gerne tun, aber ja, wir wollen, dass die Gäste sich wohlfühlen bei uns an Bord. Ja. Und ja, wie ist sonst das Bordleben bei uns? Also das ist eigentlich während der Tage auf See vollgepackt mit spannenden Vorträgen, Workshops, wie schon gesagt. Dann hatte ich vorhin noch vergessen zu sagen, wir haben auch ein Deck auf Deck 9, wo wir wirklich das nur bereithalten für Beobachtungen, also ein Viewing Deck, wo wir dann Ausschau halten nach Seevögelwahlen. Und ja, der Rest des Tages dann ist vollgepackt mit mehreren Anlandungen, Zodiac-Fahrten und weiteren Aktivitäten. Wenn die Gäste möchten, können sie natürlich bei uns auch Kajak fahren, das ist alles optional. Schneeschuh wandern und wenn es das Wetter erlaubt, natürlich auch campen. Also wirklich eine ganz spannende Reise in die Antarktis. Ach, klingt hervorragend. Gibt es denn deutschsprachige Lektoren an Bord? Mhm. Ja, das haben wir natürlich auch auf gewissen Abfahrten. Wir sehen, die Nachfrage wird immer höher danach und wir haben immer mehr deutschsprachige Kunden bei uns an Bord. So haben wir ausgewählte Abfahrten, die dann mit mehreren deutschsprachigen Lektoren und Guides veranstaltet wird. Aber generell ist die Bordsprache Englisch. Mhm. Ja, nun hast du eben immer schon von der Antarktis gesprochen. Das ist auch die Region, die Ocean Victory anfährt, richtig? Genau. Also mit der Ocean Victory fahren wir ausschließlich in der Antarktis und entlang der Küste von Südamerika in Richtung Mittelamerika. Ja, und dann nochmal zu unseren Touren. Also wir erwarten natürlich die Ocean Victory mit großer Spannung. Die Ocean Victory wird auf ihre erste Jungfernfahrt gehen ab dem 17. November. Dann macht sie 10 Tagekreuzfahrten ab und bis Ushuaia zur antarktischen Halbinsel und auf die Südshetlandischen Inseln. Und am 26. November haben wir noch eine spannende Reise. Die Solar Eclipse, also Sonnenfinsternisreise in Richtung antarktische Halbinsel und Südgeorgien. Und dann im März macht die Victory nochmal eine große Reise mit 19 Tagen nach Südgeorgien und auf die Falklandinseln, bevor sie dann Ende März 2 spannende Expeditionskreuzfahrten macht. Und zwar einmal durchs Labyrinth der chilenischen Fjorde von Ushuaia nach Valparaíso. Mit einem optionalen Besuch im ja, einzigartigen Torres del Paine Nationalpark und dann im Mai noch eine Reise an der Andenküste Chile, Peru, Ecuador und Panama bis hoch nach Punta Arenas. Ja, spannende Reisen definitiv, die ihr da anbietet, ganz, ganz großartig. Ich glaube, so als erstes hat man wirklich mal einen sehr guten Eindruck bekommen, was bietet euer neues Schiff. Ein Punkt, der mir noch wichtig ist und der ja auch den Kunden immer wichtiger wird, Gott sei Dank, ist das Thema Nachhaltigkeit. Du hast den X-Bau schon angesprochen vorhin, aber was bietet ihr noch? Also worauf achtet ihr, damit es nachhaltige Reisen werden? Ja, wie schon gesagt, ne, also wir sind mit einem der nachhaltigsten Schiffe unterwegs, die es aktuell auf dem Markt gibt. Aber Nachhaltigkeit war auch schon immer Teil unserer Firmenphilosophie. So wurden wir sogar schon in den 90er Jahren in Dänemark mit einem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet
wo wirklich wir als Gesellschaft vielleicht noch gar nicht so sehr über das nachhaltige Reisen oder Expeditionsreisen nachgedacht haben. Aber an Bord haben wir natürlich auch einiges implementiert, und zwar die sogenannte Green Initiative. Das heißt, wir haben ein eigens zusammengestelltes Recyclingprogramm an Bord. Wir kaufen fast ausschließlich nur Bio- und Fairtrade ein und wollen, wo immer möglich, auch lokal einkaufen und nachhaltig einkaufen. Wir reduzieren Einzelgebrauchsartikel und Kunststoff. Also wir wollen natürlich dahin gehen, dass wir das komplett abschaffen und dann auch gar keinen Kunststoff mehr an Bord haben. Und dann kaufen wir auch nur nachhaltige Meeresfrüchte ein. Ach, perfekt. Genau. Ja, vielen, vielen Dank. Ein schöner Eindruck über euer neues Flagship, was dort kommt. Und schauen Sie sich die Bilder einfach auch nochmal an. Das Schiff macht wirklich Lust. Also, ach, und wenn man jetzt noch die Information dazu hat, könnte man direkt los. Liebe Melissa, wenn du dir eine Reise mit der Ocean Victory aussuchen dürftest, welche wäre das und warum? Ja, also ganz klar eine lange Antarktisreise, ja. Die nicht nur 10 Tage lang geht, sondern ja, wirklich auch die Falklandinseln und Südgeorgien einschließt. Für mich sind die eigentlichen Höhepunkte in den subantarktischen Inseln. Ja, mit der Reise kann man die einzigartige Natur da unten von der besten Seite sehen, von den eisigen Gewässern in der Halbinsel, ja, zu einer einzigartigen zerklüfteten Landschaft in Südgeorgien, die so unterschiedlich ist, ja. Und für mich ist Südgeorgien, ja, als ich vor über 10 Jahren dort war, das war für mich, ja, die Reise meines Lebens. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, ja. Ist das Naturparadies schlechthin, ja. Also hier haben wir die Brutgebiete der Königspinguine. Hier sind über 400.000 große Kolonien. Das ist, es ist einzigartig, und das muss man mal im Leben gesehen haben, wenn man die Möglichkeit hat. Ja. Gerne auch öfter, aber ich bin absolut einmal im Leben. Ja, once in a lifetime. Ist unbeschreiblich, diese Vielfalt an Tieren. Es sind ja nicht nur die Königspinguine, es sind ja auch die anderen Pinguinarten, Eselspinguine. Genau. Haben wir Albatrosse, wir haben aber auch die Seebären, Seeelefanten. Also überall und in Gewässern vorne, weil es so nahrhaft ist, haben wir die Seeleoparden nochmal, die darauf warten, dass der Pinguin mal nicht so aufmerksam ist. Und die Orcas, die wiederum an die Küste kommen, weil sie sagen, ach ja, so eine kleine Robbe am Strand würde ich auch gern nehmen. Also ja, es ist ein einzigartiges Naturschauspiel, ja. Und genau, es erschlägt einen quasi an Hülle und Fülle. Absolut, absolut. Und wer kann, der sollte sich vielleicht auch dann diese 20 Tage ja, oder einen Tag mehr, einen Tag weniger einplanen, um wirklich ja, das alles wirklich in der Gänze genießen zu können. Absolut. Liebe Melissa, ich danke dir für diesen kurzen Exkurs zu eurem neuen Schiff. Ich danke dir. Alle gespannt. Ja. Danke, danke. Und dann wünsche ich dir und den Hörern, dass ihr alle gesund bleibt, und freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit dir und natürlich auch mit den Hörern. Macht's alle gut und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.